herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Lawn Org. Und wir haben reichlich zu tun. Und ja, also ich will nicht sagen, wir haben wenig zu tun. Wie ich gesagt habe, habe ich viele Fahrzeuge ersetzt, umgetauscht. Wir haben nicht die größten im Spiel, aber ziemlich große. Wir haben hier diesen John Deere-Drescher jetzt. Hier werden wir gleich weiter grubbern. Der Traktor hier, von dem gespannt, gehört uns jetzt nur vorläufig. Den werde ich nachher verkaufen. Aber den Gruber werden wir uns behalten. Dann habe ich uns diese Spritze hier gekauft. Der Traktor ist ein bisschen buggy. Also der ist eigentlich komplett buggy. Ja. Also beim Auswählen von anderen Reifenvarianten oder so spinnt der komplett. Also ich habe keine Ahnung, was bei dem Mod los ist. Ich überlege auch gerade, ob ich einen Acker verkaufe, vielleicht. Ob ich nicht den 49... Oh, ich weiß nicht. Ich lasse mal so. Mit dem werden wir nachher die Mähdrescher abtanken. Übrigens, von John Deere Drescher wird der Tank fast komplett voll. Von mir Holland-Drescher nur ein Drittel. Und wir werden jetzt mit dem hier weiter grubbern. Weil bei diesem Traktor funktioniert kein Helfer. Ebenfalls ist der Buggy halt nur nicht beim Auswählen von Reifenvariante und so weiter, sondern man, ja, ich will nicht sagen, der Helfer fährt nur rechts. Also ich habe ihn bei einem Acker ausprobiert. Der ist zuerst gesagt schön gerade ausgefahren, die Spur. Und am Ende der Spur ist er einfach immer rechts gefahren. Aber nicht im Kreis, sondern so nur leicht rechts und ist dann über das Map-Ende hinaus tatsächlich gefahren und musste ihn zurücksetzen. Also können wir einen Elfen noch mal zuschauen, was er da macht. Vielleicht passiert es ja wieder. Steiger. Ja, nicht wissen, wo der hier herumfährt, aber ja. Aber der Drescher ist ja auch so riesig. Der Case. Jetzt schau mal zu, was der jetzt macht. Und jetzt ist er nur in die Richtung gefahren, so. Und er macht wieder. Ich hab keine Ahnung, was der hat. Irgendwie ist der Helfer zu blöd, ihn zu steuern. Oder keine Ahnung. Dann fahr ich ihn halt selber. Weil so ist er ja top. Voller Korntank. Niemand.
Ja doch, der bei dem Traktor lenkt auf die Achse mit. Das heißt, der ist sehr wendig. LKW habe ich auch Austausch, also haben wir geholt. Tiere werden wir uns voraussichtlich nicht holen. Dafür investieren wir auch in Mais und in Getreide. Und vielleicht später, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube nicht, in Baumwolle hätte ich überlegt. Aber ich finde, es würde ja mehr in den noch trockeneren Gebieten von Amerika gemacht. Ich finde, das passt nicht so auf dieser Map. Genau, der ist voll. Können wir den abtanken. Hier steht sogar schon mal. Aber wir werden den selber ansehen. Der eine Traktor sieht den eh gerade schon an. Den Mais, den wir nachher ernten werden. Ich habe auch für beide Mähdrescher ein Mais-Schneidwerk. Ich finde schon, die ist ein bisschen größer. Die stehen hier, die Schneidwerke. Vom John Deere und von New Holland. Normale Seemaschine. Aber ich finde der Drescher, ich finde die Schneidwerke im Spiel sind zu klein für den. Obwohl da ist der. Ich glaube aber, da. Nee, der ist trotzdem noch. Der hat nur 625 oder so, 97. Und der hat auch nur 625. Also der stärkste Drescher ist, im Spiel ist immer noch der. Aber der andere hat viel mehr Tankvolumen. Viel mehr. Aber da wir jetzt voll sind, müssen wir jetzt abtanken fahren. Auf den LKW. Bei zwei so großen Hängern, wo was wir zum Traktor anhängen haben, ist der LKW auch schon voll. Obwohl es da, naja, der größte Anhänger so im Spiel und der zweitgrößte mit Mods. Oder drittgrößte nur. Aber ich finde der ganz große, der passt nicht so auf die Map. Das ist auch so mehr ein europäischer, glaube ich. Das ist der, was wir jetzt haben. Der hat 60.000 Liter Inhalt. Und der nächstgrößere, oder der, ne, der hat auch noch 48, aber der ist noch größer. Ne, der hat 63, also der ist minimal größer. Und der ist halt dann riesig. Ich glaube aber, den kaufen wir uns. Weil der andere, der ist so schnell voll. Aber den können wir auch so lassen, weil der kleine ist ständig vor.
Atmen. Okay, da kommst du auch gleich. Ich meine, der soll ja auch ständig in Bewegung bleiben. Der Traktor mit dem Pinsel. Aber der LKW sollte nicht so schnell mit 2 Kurven voll sein. Also auch der New Holland ist auch ein Riesenteil. Übrigens nicht der größte New Holland. Ja, doch einen riesen Kornbank. Ah, lass ihn drauf. Ah, das ist ein riesen Kornbank. Ah, die Raps, was da zusammenkommt. Den Vertiefen des Springer auch noch zu gehen, aber ich will nicht sagen, dass wir wenig Geld jetzt haben. Das Geld ist auf Dollar eingestellt und alles. Ey, warum fährt der, wenn der Treffen noch ein leer ist? So weit. Stimmt, der ist ja voll. Aber ich dachte, ich brauche einen größeren Traktor hier zum Abfahren, aber das läuft. Man sieht doch, dass der Achsel mitlenkt. Wir dann mit dem LKW fahren. Aber der ist auch bald wieder voll. Ein Hänger, weil sonst muss man da ewig fahren. Wir haben zwar nur einen LKW, ja, aber... Aber wir werden uns auf Mais und Sojabohnen fokussieren. Aber der Masten steht hier auch so blöd.
musst du mal rumkommen. Gibt's keine Ablademodifikation, trotz das von Giants. Es gibt hier bei diesem Mod, also bei diesem von Giants, diesem Anhänger, keine Ablademodifikation. Also keine Animation. Aber die Bilder sind wirklich schön rund um unseren Hof. Und ich überlege, ob ich die anderen zwei verkaufe oder. Ja, schön, dass es werden. Ne, der ist gleich voll. Dann hier Holland. Aber selbst mit zwei Dreschern brauchst du ziemlich lange auf so einem Feld. Wie wir jetzt schon sehen. Aber ich finde, der LKW passt doch gut. Genau, da habe ich einen schönen Rauszug. Einer wird blockiert, der andere ist cool. Verkaufen meinen kleinen. Speichern du da wieder? Uns gehört jetzt und da die ganzen Felder hier. 32, 33, 41, 42, 49. Obwohl wir einen neuen Hänger, der steht auch schon dort. Ob der LKW den da zieht überhaupt. Weil es ist jetzt auch nicht der größte LKW. Aber es ist der größte Hänger. Nee, ich nehme doch das hellere Weiß. Doch das hellere. Den letzten Anhänger habe ich auch schon umkonfigurieren müssen. Der hat mir auch nicht so gefallen, wie ich ihn zuerst konfiguriert hatte. Konfigurieren, das Weiß gefällt mir nicht. Und jetzt schauen wir, ob es besser ist. Ah, oh, definitiv. Ist immer noch nicht perfekt, aber viel besser. Der den Hänger voll verzieht. Aber ich finde die Kombi auch nicht so cool von den zwei. Aber es soll ja nicht nur schön ausschauen, es soll ja auch einen Nutzen haben. Der Hänger macht allgemein mehr aus einem europäischen Eindruck, finde ich. Ui, ui, eigentlich ist er nicht dafür da, dass man
den Acker einfahrt. Deswegen habe ich hier extra Erden rum. Nee, der ist ja schon dran. Machen wir als Vorgewänder da schön jetzt. Und dann wärmen wir uns wieder. Und dann werden wir uns wieder aufs Dreschen fokussieren. Gut, dass ich da das gemacht habe. Mit der Textur, sonst war das jetzt zweit gegangen. Also ich würde sagen, rund um einen Hof machen wir überall Sojabohnen und dann die zwei Ecken außerhalb Mais. Aber nachdem, dass wir den Acker grobert haben, gebe ich auch den Traktor wieder her. Jo, so passt. Jetzt da vorne noch ein bisschen was weg. Hier hinter der Halle noch ein bisschen. Und dann haben wir das, den Acker auch schon. Das ist Amerika. Der amerikanische Traum. Dann braucht man nur noch vorne das kurze Stück. Ich überlege, ob ich mal den Karl. Das war das ja in Fuhren gegangen. So. Oh, ich war
weiß nicht, ob ich mir den in die Holland gehalten soll. Aber eigentlich hat der andere genauso viel BS. Sollte man nicht von mir reinklopfen? Ich muss schauen, weiß nicht, ob ich mir den gehalten soll. Challenger bin ich mir ziemlich sicher, dass man sowas nicht auf dem Hof kommt. Wobei, das schaut auch nicht so schlecht aus. Und dann gibt es natürlich noch den. Aber der ist groß, definitiv. 646 hat der volle BS-Zahl. Und der hat volle BS, 255. Ich glaube, ich kann mir den. Aber jetzt stimmen wir da mal her. Und dann hat er so anfangen kann. Ja. Der ist immer noch am Aushand da. Aber so schnell wird der auf so große Ecke auch nicht fertig. Müssen wir mal beide Dresche wieder ausmachen. Aber bei dem Drescher ist alles Rohr ein bisschen zu kurz geraten da. Aber der gehört ja auch eigentlich nicht zu dem Schneidwerk dazu. Aber der ist halt größ, also ja. Aber der Check ist im falschen Atem. Ja, aber da das Stückel muss ich noch wegmachen dann. Und dann wird er mal grubert. Und auch gesagt dann, ne? Dann will ich da einen Helfer mit dem Gruber haben und den will ich selber machen, oder den großen, den kleinen. Ja, jetzt machen wir mal das Dreschen. Thank you.
Das heißt, wir kaufen wieder einen anderen Anhänger. Wenn der nicht gescheit, wenn der ein bisschen zu groß ist. Oder wir kaufen uns einen Kinzer. Aber viel größer ist der, also ist auch nicht. Ja, aber stimmt, kann ich nicht einfach indem ich die größeren Raffen aufpacke? Das geht doch, oder? Die Frage an wie viel Hecher. Schauen wir mal beim Reizen da. Das viel was ausmacht, ich weiß nicht. Oh, die Elmasse ist auch wieder viel zu groß da. Noch gar nicht gekauft. Und stimmt, wenn wir das nachher das ganze Getreide vom Hof verkaufen, ist der gerade da hinten gespawnt? Nee. Ah, die Armaturen, die glaubst du, sind da schon manche unnötig, oder? Hol mal den alten Hänger Oh my God.
gibt wieder eh nichts mehr. Jetzt schon die Dreck ist doch nicht, aber wir verlieren nicht wirklich mehr. Da feiere ich einen neuen Käsesteiger, den wir holen und so. In den anderen Fischer. Die Kabine geht eh nicht so viel, aber mit dem Affen und dem Riesen fahren dann über die alten Fans brechen. Dann danken wir dafür noch den neuen Kollegen. Der Hunde ist ja noch nicht einmal ganz fertig. Der Drahtdruckkumm ist schon mal, keine Ahnung was der macht. Der hat dann da oben noch ein Stück gestimmt und schon hier. So, jetzt Eizigselfolge. Der wieder nicht ausgelandet, der Haarlohnt, der Haarwarer da. Was? Am Motor mehr genau, auf die Map draufhauen, das ist der einzige, der jetzt noch nicht rum ist. Und das ist ein Automat. Mit dem hat sie irgendwas. Übrigens, die Map habe ich auch schon im LS 17 angespielt. Nicht richtig damit gespielt, aber angespielt. Hallo. Überleg, ob ich den ganz großen Gruber aus dem Spiel kaufe. Den größten Gruber, aber jetzt habe ich den zweitgrößten. Ich glaube, das reicht, der zweitgrößte. Zähmaschine habe ich die viertgrößte nur. Ja, warum drehst du denn das? Ist doch eh nur noch so wenig. Gleich auf das nächste Bier. Fertig zum Aufwand. Ich fahre da auch auf.
14% werden auch noch aufstellen. Bitte sag, die gehen mal auf. Sind aufgegangen. Rot zu. Was ist hier im Weg? Ist nichts im Weg. Ach Gott. Und jetzt wäre er voll damit gespannt. Heute ist noch so ein riesiger Schneidwerk am Rand, oder die Schneidwerke. Alter, das wird so eine existent voll. Also die erste richtige Folge, wo alle Mods drinnen sind, bis auf den Automod, und das macht nichts aus, weil wir mit dem ja noch gespielt haben. Aber da wir jetzt mit dem Dreschen fertig sind, würde ich die Folge beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und